Tag zusammen. Glück auf, frisch auf bei Potananda. Heute unterwegs auf unserer Sonntagsrunde auf heimatlichen und sehr wohlbekannten Farben. Ich habe eine Route selber geplant von Rüttenscheid, meiner Homezone, über den Baldeneysee, schließlich hoch nach Bredeney und wieder zurück. Ich habe das Ganze Rübalbre genannt, sehr schön. Das Ganze geht über 15 Kilometer. Ich bin mit dem Tippelbuddy unterwegs, der guckt noch mal eben nach, ob seine Karre abgeschlossen ist. Und dann geht's auch los. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Wege, die ich da selber mit Komoot geplant habe, tatsächlich gehbar sind, ne? Zumal es gestern auch noch ordentlich geregnet hat. 20 Grad haben wir jetzt. Das ist ein schönes Wanderwetter, leichte Kleidung. Und dann kann es jetzt auch schon losgehen. Der Tippelbuddy kommt, auf geht's. Die ersten Schritte sind getan. Natürlich die erste Bergwertung auch schon hinter uns. Neben uns die Lerchenstraße, gerade an der Kluse vorbeigekommen, habt ihr gesehen. Und wir laufen jetzt geradewegs auf den Hermannsblick zu. Da freue ich mich schon auf das erste riesengroße tolle Panorama. Weiter geht's. Der Hermannsblick, einer der wirklich malerischsten oder eine der mitmalerischsten. Ach, das ist doof. Machen wir nochmal neu. War nichts mit One Take Wonder, ne? Jo, einer der wirklich schönsten Ausblicke hier in ganz Essen mit, finde ich, oder, Martin? Jo, das ist ganz herrlich. Das sieht aus, als wäre es irgendwie im Allgäu, ne? Wollen wir da rüber? Heute ja, nicht mehr, ne? Ja, so weit schwimme ich nicht mit dem schweren Rucksack. Dann weit da außen rum. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir peilen mal das Wehr an. Los geht's. Auf geht's Richtung Wasser. Vielleicht nicht wirklich gut erkennen, aber das ist das Fischlift-System Baldeneysee, eine Fischtreppe. Da vorne, eine Wasserrutsche für Fische. Grandios, stell mir das gerade vor. Ja, vor wenigen Tagen oder Wochen war hier noch alles völlig überflutet. Bilder gingen durch die Medien. Ich selber habe mir das zu dem Zeitpunkt nicht ansehen wollen, auch nicht. Aber wenn ich das jetzt hier so beobachte und sehe nur noch so die Reste, ganz rudimentär am Rand, dann ist das augenblicklich schwer vorstellbar, welche Ausmaße diese ganze Flutkatastrophe gehabt haben mag und auch noch hat. Und ja, also man sieht noch deutlich, wie vermüllt das Wehr ist auf der anderen Seite. Man kann noch so erahnen, wo drüben das Wasser gestanden haben mag. Ja, wenige Zeit später wieder so, als wäre nichts gewesen. Da sehr, sehr komisch. Wir haben da mal den Baldeneysee hinter uns gelassen. Ah,
und schreiten jetzt weiter auf den Steig. Nein, auf den Wegen des Baldeneysteigs, so rum. Richtung Heißiwald. Und ich höre auf jeden Fall schon ein sehr, sehr leckeres Wandermahl da oben auf meinem Kocher brutzeln. Was das ist, seid gespannt. ein Festmahl, weiß ich jetzt schon. Und weiter geht's auf verschlungenen und verwunschenen Pfaden der Anna Lindner. Ja, und wer das war, das erfahren wir bestimmt gleich auch noch. Denn da gibt es einen Gedenkstein zu, an dem ich auch schon mal vorbeigekommen bin, unterhalb der Villa Vue. Fans des Baldeneysteigs wissen, wovon ich rede. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, immer noch mal ein paar Umwege zu machen, selbst wenn der direkte Weg auch ans Ziel führen würde. Aber da wird uns vieles verborgen bleiben. Ja, ich sag ja, immer wenn die Wege besonders toll werden, waren auch die Jungs vom Sauerländischen Gebirgsverein schon hier. Ein Garant für eine wahnsinnig tolle und spannende Wegführung. Jedes Mal aufs Neue. Ja, und genau hier laufen auch die Premium-Wanderwege Baldeneysteig und Tettwiger Panoramasteig. Ein Stück zusammen entlang hier. Ja, und wenn man richtig gut drauf ist, kann man sogar beide kombinieren. Da bin ich dann aber erstmal raus. Für einen Tag ist das ja schon mega Marsch. Selbst eine Runde ist schon hart genug. Aber es soll ja auch Wandern als Genuss sein und jetzt für mich zumindest kein Leistungssport. Ja, und da sind wir schon. Anna Lindner aus Stockholm, die tapfere schwedische Frau, war aus der Verbundenheit ihres Blutes heraus im Weltkriege von 1915 bis 1919 deutschen Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft eine hilfreiche, mütterliche Freundin und bewährte sich während der französischen Gewaltherrschaft im Ruhrgebiet 1923 bis 1925 vielen Essener Volksgenossen als eine nie versagende Stütze gegen fremde Willkür. Ganz ehrlich? Klingt mir so ein bisschen, das hing das schon seit länger da als schon 70 Jahre. Ja, das ist schon eine, also ist so schon ein eine einzig, so einzigartige Textwahl, ne? Ja. Ja, die Wortwahl von einst mag heute etwas befremdlich klingen. Aber vor diesem Hintergrund ist das vielleicht, wenn man noch mal tiefer drüber nachdenkt, für diese Zeit schon sehr weit vorne, dann noch als Frau. Ich denke, ich werde noch mal tiefer in die Geschichte eintauchen, das interessiert mich auf jeden Fall. Noch mal näher, Anna Lindner. So, und für diesen Ausblick hier, wo wir gerade noch unten am Wehr waren, ist tatsächlich jeder Schritt wert. So, da haben wir den Seitenblick auf Werden. Ah. Wildgatter Heißiwald, herrlich. Und hier, lieber Christian von Geraus, hier kannst du tatsächlich Mufflons gucken, ne? Also ich lade dich mal ein, hier einfach mal die Rübalbre-Runde zu laufen. Aber du kennst du ja vielleicht schon, du bist ja den Panoramasteig auch gelaufen. Von daher dürftest du Wildgatter Heißiwald natürlich kennen. So, liebe Grüße auch vom Tüffelbuddy an euch, an die Carmen und bis bald.
herrlich. Jetzt wird's gemütlich. Und Päuschen. Jawohl. So muss das. Boah, jetzt sind wir aber pickepacke satt, du. Mein lieber Mann. So, Autoküche ist auch aufgeräumt. Fertig. Und weiter geht's auf sehr grünen und verschlungenen Pfaden. Vom Heißiwald Richtung, ich denke, Villa Hügel, ne? Wir sind ja immer streng hier auf dem Baldener Steig unterwegs. Ja, wie gesagt, die Route selber geplant. Einfach mal eine erweiterte Hausrunde machen wollen und ja, da führen einen die Wege unweigerlich immer auch so schöne Pfade entlang und dann kommt man am Baldeneisteig und am Kettweger Panoramasteig tatsächlich nicht dran vorbei, sollte man noch nicht. Ja, was hier wirklich viel ist, Flugverkehr, Urlaubszeit, ne? Ja, und so geht es jetzt hier tüchtig bergab auf dem Baldeneisteig. Alle Wetter, ey. Ob uns hier gleich wieder so ein Trailrunner entgegenkommt, Martin, was meinst du? Oh Mann. Da sagt, rennt da bestimmt gleich einer wieder und sagt, ich mach das schon seit gestern 18 Uhr und will dann wieder so eine Mount Everest Challenge damit erreichen. Ach, herrlich. So ist schön. Hurra. Boah, ich höre aber auch zu filmen, ey. Der Martin, der rüstet sich noch eben um. Nimm doch lieber die Wanderstöcke zu Hilfe. Ich sag mal so, auf dem Hosenboden kommst du auch nach unten. Ne? So, da geht's auch noch. Auf sehr anspruchsvollen Pfaden hier runter. Wow, seht euch das mal an. Wirklich ein Traum. Der Martin ist auch unterwegs. Und so sind wir hier. Was ist das hier? Mountainbike-Strecke? War bestimmt mal eine. Oder ist immer noch. Krass. Beeindruckende Felswand da hinten. Wirklich großartig. Da habe ich doch gerade da hinten auf dem Martin gewartet. Ne? Kam dann noch ein anderes Wanderpärchen entgegen. Was ist denn da? Ich sag, der Martin. Ist das der Hund? Was ist denn mit dem Hund? Ich so, nee, das ist mein Wanderbuddy. Sehr geil. Er hat überhaupt nicht gebellt, der Martin. Überhaupt nicht, gar nichts. Er hat überhaupt nichts gesagt. Aber da liegt jetzt eine Tüte Travel Lunch im Bauch. Irgendwie was Süßes und ein Kaffee, ne? Er kann nicht mehr bellen. Er ist nur noch Schnorcheln am Start. Da erkämpft man sich mühsam die Höhenmeter. Boah. Und dann geht's auch schon wieder abwärts, ne? Mir ist aber unbegreiflich, wie man hier vielleicht noch mit dem Mountainbike langfahren kann. Also früher, weiß nicht, 25, 30 Jahre her, da macht man sowas, ne? Aber jetzt bin ich da froh, wenn ich da heile runterlaufen kann. Aber macht schon Spaß. Wirklich. Da unten rauscht die Straße lang, das soll man nicht für möglich halten. Aber auch hier ist der Wald wieder ordentlich richtig kaputt. So muss das sein. Gute Sitzgelegenheiten sind doch immer wieder. Ich nenne mich Jakob. Ja, aber gute Sitzgelegenheiten, sage ich mal, da lässt sich auch immer prima ein köstliches Hopfen-Kaltgetränk genießen. Weiter geht's auf verwunschenen Wegen. Wege. Und obwohl die direkt vor meiner Haustür liegen, bin ich die tatsächlich
auch noch nicht gegangen. Man kann ja nicht alle kennen, ne? Aber ich finde das immer wieder faszinierend. Gehst einfach raus, Tür auf, läufst los. Und dann entdeckst du so vieles, was dir sonst verborgen bleibt, wenn du mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs bist. Genau das macht es für mich aus. Herrlich. Jemand zu Hause? Hallo? Keiner da. Urgemütlich. Der Fluglärm. Das ist aber echt extrem hier. Hier sieht man nochmal den wirklich kranken Baumbestand. Kann hier alles ein Borkenkäfer sein, ey. Naja, jedenfalls ist es ruhig geworden im Wald. Auch Vögel piepen, hat ein kleines bisschen nachgelassen. Jede Menge Gewitterfliegen. Ich schwitze am ganzen Körper. Wie ein Berserker. Und das liegt nicht an der tollen Trekkingnahrung. Abgesehen davon geht es ja auch immer hier noch berghoch. Der Martin ist da hinten, jeder hat so sein eigenes Tempo. Ja, liegt Gewitter in der Luft. Eigentlich soll es ja heute richtig schütten. Hat es bis jetzt nicht getan. Wenn ich mir das hier so angucke, war es gerade noch blauer Himmel, Sonnenschein. Und jetzt zieht sich zu und es wird leise. Jemand seinen Wanderschuh hier verloren? Was habe ich gesagt? Könnt ihr das hören? Es rauscht. Und zwar regnet's. Vor 2-3 Minuten noch angekündigt. Herrlich. Ich habe so ein dringendes Bedürfnis, mich jetzt echt voll regnen zu lassen. Zumal ich sowieso schon nass bin wie Hulle. Boah, ist das wunderbar. Wunderbar, herrlich. Großartig. Ich liebe Regen. Und da ist sie, die Villa Hügel. Herrlich. Kleinen Blick rüber. Bis bald. Die Villa Hügel haben wir gerade eben hinter uns gelassen. Geregnet hat es tatsächlich nur ein paar Tropfen. Das war weniger eine Erfrischung, als dass die Luftfeuchtigkeit jetzt, weiß ich nicht, was bei 85% liegt oder so. Na ja gut, so oder so, ich hätte eigentlich gedacht, wir hätten hier einen totalen Regenrun heute und sind eigentlich mit Bombenwetter gesegnet. Wobei ich persönlich ja mit 10, 15 Grad herbstliches Wetter am allerbesten zurechtkomme. Trotzdem, jede Jahreszeit hat ja seinen Reiz. Da hinten ist wieder eine wundervolle Holzhütte, die ich echt immer wieder total schön finde. Jo, und dann dürfen wir die letzten 2,5-3 Kilometer hier angebrochen haben. Und werden somit wieder am Ausgangspunkt. So, die letzten 2,5-3 Kilometer sind angebrochen. Die Siedlung Brandenbusch am Baldeneysteig, kleiner Seitenblick. Was haben wir denn hier? Ein Lost Place? Lost Place. Lost Place. So, die letzten Meter vom Endpunkt, gleich sind wir daheim. Boah, Kilometerchen noch wohl. Jetzt wird es auch hier merklich dunkler. Ich glaube, der Regen ist jetzt endgültig angekommen. Mal gucken, ob ich den Schirm oder so die letzten paar Meter doch noch brauche. Ja, ich darf mich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auf dieser selbstgeplanten Runde mitzulaufen. Schaut mal, ob ihr sie findet bei Komoot, bei Potananda, Rue Balbré nennt sich die Runde. Das ist meine erweiterte Hausrunde, somit
Jetzt regnet. So, ach, Träumchen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Restsonntag. Vergesst da rausgehen nicht. Bis bald und macht es gut. Euer Schrömi von Potternander. Ciao. Jetzt habe ich doch einen Schirm benutzt. Verrückt, verrückt. Da haben wir doch noch den Regenrun. Auf den letzten 1,5 Kilometer. Kriegst du noch einen Arschnass hier. Aber das war ja klar. Man hat es ja vorher nicht für möglich gehalten, bei klarem blauen Himmel und Sonnenschein. Aber es wurde immer schwüler, letztlich so milchig bewölkt, trübe und die Stille im Wald. Ne? Ganz genau so. Gut, so ein alter Schirm oder ein guter, altbewährter Schirm. Da setze ich immer noch drauf. Naja, gleich sind wir jedenfalls zu Hause. Macht es gut und geht auch bei Regen raus. Regen macht uns noch schöner. Also, bis denn. Euer Schrömi, ne? Von Potternander. Wisst ihr schon. Rausgehen.